parce que l'internet chaud. Auto ausgesucht und so. Freut sich auch schon, ne? Das merkt man auch. Das ist aber so, ich jetzt noch kein super Englisch für oder was, aber... Das hat ja aber schon lange gewünscht, ne? Ja, genau. Ich komme mit Küssen aus mir raus und habe was gemacht, was mich einfach zu mir. Was machst du da jetzt mit dem Küssen? Das ist schon hart. Und ich habe die Freude, da haben wir jetzt jetzt. Ja, schön. Das Event. Da war ich dann ein bisschen Organisation. Schön. Toll. Ja, gut. Ja. Man nimmt ja aus allem ein bisschen was mit. Hörst du was? Ein bisschen. Wie war der Urlaub? Da muss man, glaube ich, ein bisschen lauter sprechen, meine Augen. Machen wir jetzt noch her. Das rauscht so. Und die Ohren ein bisschen bewegt. Von mir das Rauschen. Noch schöner. Wir wollen ja hier nur die Schönheit noch mehr unterstreichen. War denn mit der Frisur hat ja alles gehalten. Ja, das war ja wohl super. Die Leute waren auch ganz angetan, dass du. Meist konnte ich ja nicht mehr sehen, aber ja. Schön. Und die hat das auch noch gemacht? Ja, aber nicht viel. Also dafür hat es dann nicht gereicht. Aber es macht nichts. Nein, du kannst monatlich bezahlen oder täglich. Das ist praktisch, das ist über die Zielfälle. Ja. Noch, sie zieht jetzt halt um, aber auch bleibt beim Wellness-Zielfälle das bisschen ein Stück über die Straße. Und sie nimmt für einmal wöchentlich, wenn du monatlich bezahlst, 40 Euro. Ja. Wenn du zweimal machst, zweimal die Woche machst, 55. Und wenn sie mal, sind sehr gute Preise. Also ich bin ja mal Donnerstag und es gibt ja manchmal auch 5 Donnerstage im Monat, wenn es in der Gemeinschaft ist. Man kann auch Einzelstunden nehmen an der Firmakarte, also da bist du ganz flexibel bei dir. Und das ist auch echt eine ganz liebe und hier nicht so viel Esoterik, Schnickschnack, nein. Das ist wirklich ganz sachlich Yoga. Ne? Und dann aber nicht alles gemischt, sondern sie bleibt halt so eher da, weil sie sagt, es baut sich halt alles auch ein bisschen auf. Und das ist ja auch eine logische Methode. Manche verlieren ein bisschen und verlieren ein bisschen und ist aber nicht Sinn und Sache, dass wir uns nicht mehr. Mir bringt es hier für den Beruf merklich sehr viel. Also gerade schon dann überreicht es unwahrscheinlich entspannt. Ich glaube, wir haben auch schon jetzt mal so eine Gruppe. Ja, das ist ja gut. Und überhaupt kein Problem mehr. Ich muss ja auch anfangen bei der Computer, aber das ist ja eine Untergruppen. Ja. Das ist ja schon ein Last. Ja. Merkt man auch, ne? Und viele geben ja nichts drauf, aber ich habe ja auch gesagt, ich muss mir das echt angucken, weil es ist ein bisschen für mich angucken. Ist es ja gar nicht. Nee, ich war dann auch ganz angetan. Ich kann bloß, es kommt auch immer auf die Menge. Schon so viel Drumorium draus machen und dann atmen wir die rein. Und jetzt fliegen wir die negative Energie aus dem Fenster, naja, dann kann ich brechieren. Also das ist ja nichts für mich.
Naja, nach den Freundin erlebt. Ja, und nicht für uns war nicht. Nee. Oh Gott, das will nicht den Zucker, ist damit eben der Energiekreis ist durchbrochen. Oh, meine Freundin stand da und wie soll ich das machen? Mit Magneten oder wie? Also es gibt Leute, die übertreiben, da sind maßlos und soll ja noch beim Sport bleiben, ja, ich will da nicht andere werden. Ich sag dann beschwören oder sonst dann eben den Zucker. Die Überschrecken, die sind ja wie Pilze. Selbst meine Gemüti von den Tagen, die macht das auch. Oder die macht so ein Aufgebiet. Ich lege meine Mama auf die Tür und sage, komm, alles gut, ich habe das Kind. Und sie sagt auch, sie ist so steif. Und dann kommt sie mit dieser Zeit, ich habe immer gedacht, ich habe sogar einen Kopfschlag. Ey, jetzt sehe ich nicht, ne? Alter, wenn du da irgendwie nicht mehr so eine Krankheit hast, dann ist die Muse, dass ich zu befehlen. So gemacht, dann hat sie schon gedacht, und diese Übung kriege ich nicht hin, und diese Übung kriege ich nicht hin, und irgendwann hat sie alles gekriegt, und alles war gut. Dann kommt auch ein Zucker, das ist ein ganzes Stück zu, und dann hat sie dann geschlafen. Meine Gläser sind immer schon kürzer, aber ich will zu der Schnitze. Ich will meine Hände nicht auch machen. Ja. Ja, alle kriegen die ganz weit auseinander, meine rutschen bei jeder Übung zusammen. Ja, kriege ich nicht. Ich bin da ganz steif durch dieses Arbeiten, durch immer dieses verkürzt sich das ganze Sehen, die ganzen Sehen, und es ist richtig wie steif halt. Es tut mir jetzt nicht mehr weh, aber es ist nur, wie kann man es mal tun, wenn man sich so von abstützt. Ich dachte, ich muss ja erstmal kurz rausgehen und laut brüllen, ja? Ja. Es hat sich gegeben, aber immer noch. Reiz mir schön die Finger. Wie gesagt, wenn du mit mir da klötzer irgendwas dazwischen packst, dann bleiben sie auch so. Jetzt gibt es doch für meine Kühe. Genau, aber die sind ja so weich. Ja, wo die dann in der Sauna, weil sie so viel Kraft halt oder was. Ja. Mhm. Könnte ich auch ja, du kommst ja wieder, ist absehbar, ein halbes Jahr ist ja nicht jetzt, was denn, wenn du jetzt sagen würdest, drei Jahre, dann würde ich ja auch trauen, stimmt, ne, mit dem Wohnmarkt unterwegs sein. Ja, eben. Ja. Ist ganz wichtig. Weil es ist so ein leichtes Gewebe oben und dann rutscht die nicht so weg. Ne? Dann schon.
was lesen? Ja, bitte. Ja, genau. Ja.
Ich habe als erstes, ich liebe Spinat, mein Lieblingsgericht, seitdem ich klein bin. Und am Anfang der Schwangerschaft habe ich, glaube ich, jede Woche einmal Spinat gegessen. Wenn dann dein Freund bestimmt in der Show, oder? Er meint, das wird ein grünes Baby. Dann auf jeden Fall. Dafür sind meine Powerwoman würde. Genau, meine Eisenwerte sind super alt. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Alle anderen müssen noch nachfuttern. Bei mir ist auch gut. Und Eier habe ich, auch Bananen und Eier. Und Bohnen, ganz schön. Das werde ich allen sagen. Das wird auch bei mir, glaube ich, niemand vergessen, so weil wir die Quengel haben. Nee, ich kam aus dem Urlaub wieder vor 4 Wochen und habe gesagt, ich brauche noch Rumpfrühe. Aber da gab es kein Bäcker mit Rumpfrühe. Das ist nicht die Zeit, der kommt erst später wieder. Oder? Ich weiß, naja, manche so ein bisschen Herbst-Winterzeit. Ich glaube, Bäcker macht das immer, die so halt gerade Restfüllung. Ja, genau, so eine Fläche, ne? Genau, und keine Rumpfrühe in sich. 2 Wochen lang, und dann kamen sie endlich. Oh, war das schön. Also erst mal 2 Rumpfrühe, also eine große Dinge. Ja. Langsam sieht er sich, das ist einfach gewachsen. Mhm. Ja,